Der Vater ist irisch-amerikanischer Herkunft und die Großeltern der Mutter kommen aus Skandinavien und Deutschland. Die Kinder wuchsen größtenteils in Spanien auf und alle sprechen neben Englisch, Spanisch, Deutsch auch noch ein wenig Italienisch und Holländisch. Sie bezeichnen sich selbst als Wanderzirkus, als Barden, Europäer, Philosophen, Widerstandskämpfer, Bohemiens und Schallplattenproduzenten. Kurz, eine fast normale Familie. Gemeint ist die Kelly-Familie. Ein Beispiel für das etwas verstaubte, heile Bild einer intakten Großfamilie, die zu alledem auch noch singt. Auf ihren Streifzügen durch Europa machen sie überall dort Halt, wo es, wie Dan Kelly sagt, noch etwas natürlicher zugeht. Diesmal haben sie sich entschlossen, in einem entlegenen Seitental des Schwarzwaldes zu überwintern. Das heißt, als Gäste auf einem über 300 Jahre alten Bauernhof und zur Freude von Dan mit Selbstversorgung bis hin zum Selbstgebrannten. Angefangen hat das Ganze vor Jahren, als in Amerika der Gymnasiallehrer Daniel Jerome Kelly den Fernsehapparat zum Fenster hinaus warf und beschloss, die Idee seiner Lebensphilosophie mit Hilfe einer damals noch nicht singenden und auch noch kleineren Familie in die Tat umzusetzen. Inzwischen ist das Ziel einer Großfamilie mit demnächst 12 Kindern, Mutter Barbaras heimlicher Wunsch sind 15, nahezu erreicht. Die Kellys sind derweil auf ihren Reisen mit ihrem Doppeldeckerbus durch sämtliche Länder und Fernsehstudios berühmt geworden. Inzwischen haben sie eine Menge Geld verdient und auch wieder ausgegeben. Inzwischen haben sie aber auch es verstanden, sich selbst treu zu bleiben, sich den Straßenmusikanten, Philosophen, Widerstandskämpfern und Schallplattenproduzenten. Hey!
chimney he glides. His reindeer make no sounds. He feels a nicer Christmas tree. And up again he bounds. Ha ha! He's on the luck we plead. You see his magic pad. The more he gets to every check, the bigger the sound. Mitten im Winter hat Dan die Idee, 18 Tage lang eine Weihnachtsshow zu inszenieren. Dazu heuert er, das Geld reicht gerade noch, einen kompletten Zirkus inklusive Artisten an, obwohl die geheizte Halle in der Nachbarschaft die Hälfte gekostet hätte. Ein Sturm reißt fast das Zelt zusammen. Das Ganze entwickelt sich zu einer finanziellen Katastrophe, nicht zuletzt wegen der fehlenden Organisation. Sämtliche Reserven werden aufgebraucht. Aber Dan ist seiner Idealvorstellung von einer Bühne ein Stück näher gekommen. Eine Manege inmitten seines Publikums. Die Vorstellungen sind völlig überflüssig. Die Stimmen sprechen für sich. Hier sind sie, die Kelly Family. Aber gern. Wir wünschen, dass Sie wünschen, dass wir singen. Schönen Dank, ja. Wir singen immer gern. Und wir wissen, was Sie wünschen. Wir wünschen, wir laden die ganze Welt ein, uns mitzukommen. Die ganze Welt machen voll mit Liebe und Freundschaft, mit Richtigkeit. Johnny Kelly. Dein Lied, Maho. Sing it with all your heart, baby. Take the whole world with you. Hello to all you young ones. Our fondest hopes now rest in you. Remember, there's nothing you can't do. So believe and be brave. We'll be your
Das ist es. Wir brauchen keinen mehr Streit. Wir brauchen gute Leute von jeder Seite. Und jetzt ist klar, es ist auch kein, es ist Zeit, dass ein bekannter Lunster, ein bekannter Künstler, Entschuldigung bitte, singt ohne Scham ein Lied, das in die englische Werte schon bekannt. Aber hier hoffentlich wird es auch bekannt sein. Der Vater Unser in Englisch. Our Father. Which art in heaven. Which art in heaven. Hallowed be. Hallowed be. Thy name. Thy name. Thy kingdom come. And give us this day our daily bread. Give us this day our daily bread. And forgive us. Not into temptation, but deliver us from evil. Und das war's auch, meine Damen und Herren, das war die Kelly Show und es waren dabei die Familie Schlingendorf und die drei Alfredos, die Familie Nock. Wie denn Kelly sagte, sie waren ein fantastisches Publikum. Haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch. Alles, alles Gute, kommen Sie gut nach Hause. Auf Wiedersehen. Denken Sie an Ihre Autogramme. Es ist das instinktive Verlangen eines jeden kleineren und größeren Kindes, mittels einer Maske in die Rolle eines anderen hineinzuschlüpfen, sich darin zu testen und über sich selbst hinauszuwachsen. Ihr Haus in Spanien steckt voller Kostüme. Sie mimen das ganze Jahr über Karneval und sie sind begeisterte Nachahmer von Commedia dell'arte, der bekannten italienischen Form von Straßentheater mit Gesang. Die Kellys suchen den Kontakt mit dem Publikum. Sie verstehen ihre Musik als ein Mittel der Kommunikation, mithilfe einer weltweit verstandenen Sprache, dem Gesang. Thank you.
Karneval, das heißt auch ein Überbleibsel von Aberglaube und Animismus. In Irland sind es die Gnome, in Deutschland sind es die Hexen und Spukgestalten, die das Böse verkörpern, das es gilt auszutreiben. Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace.
Man nehme eine Pfanne in der Größe einer Kinderbadewanne, einige Kilo mageres Fleisch, eine Wagenladung von Zwiebeln, Karotten, Knoblauch und Peperoni, dazu ein halbes Fass Rotwein und, wie Dan Kelly sagt, viel Geduldigkeit. Und fertig ist ein wohl einmaliges Irish Stew, Marke Kelly Eigenbau. Als unangefochtener Patriarch ist Dan auch Chefkoch der kellyschen Großküche. Gutes Essen sei sehr wichtig für die Kinder, betont er. Und wenn er jemals seinen Traum von einem eigenen Zirkus realisieren sollte, so sei ein großer Küchenwagen das allererste, was er anschaffen würde. Selbst ein Supermarkt größerer Ordnung kann leicht in Nachschubschwierigkeiten geraten, wenn die Kellys zum Einkaufen anrücken. Das, was Mutter Barbara und Onkel Jim, ihr Schwager, alles zusammentragen, entspricht wohl eher der Monatsration für einen mittleren Hotelbetrieb. Für die Kellys reicht das eine ganze Woche. Ein mittleres Monatsgehalt wird pro Woche für die Nahrungsversorgung benötigt. Da gerät man leicht in finanzielle Schwierigkeiten, könnte man meinen. Aber zu essen hätten sie immer gehabt, sagt Dan Kelly, auch als sie noch nicht in den Fernsehstudios standen, sondern auf der Straße sich mit den Almosen der Passanten zufrieden geben mussten. Derweil wird die Kelly-Klasse unterrichtet, direkt hinter dem Haus auf der Wiese, das Klassenzimmer. Die Lehrer sind wechselweise die Mutter, der Vater und Onkel Jim, der seinen Lehrstuhl für Philosophie aufgab, um nur noch die Kinder seines Bruders zu unterrichten. Heute steht Spanisch auf dem Stundenplan und die Kellys sind fest davon überzeugt, ihren Kindern auf diese Art eine bessere Ausbildung zu gewähren als im Leistungsdruck einer öffentlichen Schule. Als Lehrer an einem Gymnasium hätte er gelernt, sagt Dan Kelly, dass die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit im normalen Schulsystem viel zu kurz komme und dass der Schüler fast nie Gelegenheit habe, seine eigenen Talente zu entdecken oder gar zu aktivieren. Derweil wird dem Irish Stew durch Zugabe von Wein noch die nötigen Prozente verliehen, vielleicht auch um das Glas Peperoni zu kompensieren, das aus Versehen in den Topf gefallen ist. Oh.
Nachdem man sie entdeckt hatte, wurden sie gemanagt. Sie wurden verplant. Man schrieb ihnen die Texte vor. Man drängte sie in die Rolle der exotischen und heilen Familie und hat sie auch vermarktet. Heute schreiben sie ihre Musik wieder selbst, singen baskische Revolutionslieder und produzieren mit Hilfe eines kleinen, sehr engagierten Teams von befreundeten Spezialisten und Kathy Kelly als treibender Kraft ihre eigenen Schallplatten. Mit ihrem Entschluss, die Verträge mit den großen Schallplattenkonzernen zu lösen, haben sie auf sehr viel Geld verzichtet, um die eigene Freiheit wiederzugewinnen. Zo zou Louis erbij het ook gedaan hebben, denk ik. Ja, ja. Je had daar automatisch toch nog één neergelegd. Zullen we nog maar even doen? I get the same thing? All my trials, same thing, yeah. Play my brothers. No, all my trials. I don't do it the second time. Just all my trials. You listen, rap to the children. To my brothers. Neben Johnny, dem Star mit dem gewaltigen Stimmvolumen, ist der 6 Jahre jüngere Joey der entschlossene Antistar. Er hat seine eigene Meinung und er setzt sie auch durch. Yeah, a little bit better, but you have to go higher. Higher than... Can I? La, li, da, da. Can I? Yes, you can. Can I? Oh, so pretty in the sky. So pretty in the sky. Yeah.
Wenn das Studio als notwendiges Übel betrachtet wird, um Schallplatten zu produzieren, so ist die Straße die eigentliche Bühne der Kellys. Ob zwischen Fakiren und Malern auf der Piazza Navona in Rom oder bei einer Vorstellung des Free Wheel Circus in der Fußgängerzone von Amsterdam, hier unter Gleichgesinnten, in direktem Kontakt mit ihrem Publikum, um dessen Gunst und Geld sie sich jedes Mal aufs Neue bemühen müssen, da fühlen sich die Kellys am wohlsten. Wird für jeden ein Eis gekauft. Das Leben wird an Ort und Stelle genossen. An die Zukunft denkt man höchstens stundenweise. Und das hat, wie Dan Kelly behauptet, den Vorteil, dass sich viele Probleme, bevor sie auftauchen, von selbst lösen. Thank you.
Sie scheinen aus einer anderen Zeit und aus einer anderen Welt zu kommen, die Kellys. Sie fühlen sich als Wanderzirkus, als Barden, Europäer, Philosophen, Widerstandskämpfer, Bohemiens und Schallplattenproduzenten. Kurz, eine fast normale Familie. Power.